Dankeschön. Es geschah, meine Damen und Herren, am 12. März 1982. Chaos, ich sag mal mittleres Chaos in Darmstadt. Stromschwankungen ohne Ende, Lichte flackern auf den Straßen, Licht flackern an den Fernsehern. Ganze Versorgungsunternehmen waren in ihrer Arbeit beeinträchtigt. Jetzt könnte man sagen, okay, 15 Jahre her, 1982, was soll's, wen juckt es? Und so groß und so schlimm ist das, was da passiert ist, ja auch nicht gewesen. Stimmt. Problem ist nur, woran hat es gelegen? Und da fängt die Geschichte eigentlich an. Es gab damals nur eine einzige Erklärung für all das. Und es gibt heute, auch 15 Jahre später, keine andere Erklärung als die. Das ist nun mal so. UFOs über Darmstadt. 12. März 1982. Messel bei Darmstadt. Sonja Bohrmann und Ilka Haller sind auf dem Weg in eine nahegelegene Diskothek. Alles scheint so zu sein wie immer. Und doch kündigen sich ungewöhnliche Dinge an. Es beginnt mit harmlosen Stromschwankungen. Die Mädchen ahnen nicht, dass sie sich im Zentrum des ungewöhnlichen Geschehens befinden, dass selbst die Stromschwankungen im benachbarten Darmstadt nur Vorboten der kommenden Ereignisse sind. Also an dem Tag war ich mit der Sonja Bohrmann unterwegs. Wir sind von einer Kneipe Richtung der Diskothek gelaufen. Und auf einmal sehe ich halt über der Sonja so ein paar Lichter. Die 15-jährigen Mädchen sind verängstigt, können sich nicht erklären, was dort vor sich geht. Zur gleichen Zeit wird im Elektrizitätswerk in Darmstadt fieberhaft nach dem unerklärlichen Fehler im Stromnetz gesucht. 1982 hatten wir Ereignisse bei unseren Aufzeichnungen. Und diese Ereignisse sind nicht so, wie sie üblicherweise bei Störungen auftreten. Während die Techniker noch nach einer Erklärung suchen, wird für die Augenzeuginnen in Messel das Bild immer klarer. Was sie da sehen, sind UFOs. Die UFOs sind immer mit uns gelaufen. Wir sind stehen geblieben, sie sind auch stehen geblieben. Wir sind weitergelaufen, wir sind weitergeflogen. Das ging immer so hin und her, bis zur Diskothek. Das war total bunte Lichter, meistens auch ein bisschen heller Orange dabei. Aber sie haben ständig eigentlich die Farben gewechselt. Rot, blau, grün. Ilka Haller und Sonja Bohrmann sind erschrocken und fasziniert zugleich. Als sie in der Diskothek ankommen, erzählen sie ihren Freunden von der sonderbaren Begegnung. Doch die Geschichte von den sie verfolgenden UFOs will ihnen niemand glauben. Also im ersten Moment haben wir gedacht, wie sie da erzählt haben, sie hätten UFOs gesehen. Das ist unglaubwürdig. Die spinnen, die sind verrückt. Entweder haben sie was getrunken oder sowas. Das kann nicht sein. Und dann sind wir aber doch mal nachgegangen und dann sind wir mit denen raus. Und dann haben wir UFOs am Himmel gesehen. Also die haben also fest am Himmel gestanden und haben sich praktisch nur aufeinander zubewegt. Und das eine wurde dann halt verschluckt, das andere dann auch. Die Jugendlichen können sich das einzigartige Schauspiel am Himmel nicht erklären, sind einfach nur beeindruckt. Wir sind dann erstmal dem Licht nachgegangen bis zum, das ist so ein Abenteuerspielplatz gewesen. Bis dahin sind wir dann gegangen und dann haben wir halt das Flugobjekt gesehen am Himmel. Das waren also drei Lichter am Himmel. Also das war wie so ein Dreieck und die sind halt so in so einem Schwung von oben nach unten in so einer Wellenlinie. Und das obere ist dann in die Mitte von den zwei Lichtern geflogen und hat dann erst das linke und dann das rechte Licht verschluckt. Und hat sich dann praktisch um die eigene Achse gedreht und ist dann verschwunden. Und dann habe ich zu Markus gesagt, Markus, müssen wir deinen Eltern zeigen, weil es glaubt uns niemand. Aufgeregt läuft Ulf Salzmann mit seinem Freund nach Hause, um den Eltern von der merkwürdigen Erscheinung am Himmel zu berichten. Markus' Mutter glaubt den Jungen, denn sie selbst hat zeitgleich die ungewöhnlichen Stromschwankungen miterlebt. Als sie vor die Tür tritt, sieht auch sie die unbekannten Flugobjekte. Sie läuft ins Haus und alarmiert die Polizei. Für die Beamten im dritten Revier in Darmstadt ist es nicht der erste ungewöhnliche Anruf am Abend des 12. März 1982. Ständig melden sich Menschen, die glauben, ein UFO gesichtet zu haben.
Schließlich macht sich eine Streife auf den Weg nach Messel. Die Polizeibeamten glauben nicht an unbekannte Flugobjekte, vermuten vielmehr, dass sich irgendwer einen dummen Scherz erlaubt. Heute, 15 Jahre nach den Ereignissen in dieser Nacht, wollen sich die an der Aktion beteiligten Polizisten nicht mehr vor der Kamera dazu äußern. Zu oft wurden ihre Schilderungen von den Medien verfälscht. Der Physiker Illobrand von Ludwiger beschäftigt sich seit Jahren mit der wissenschaftlichen Auswertung der Vorgänge in Darmstadt. So hat er auch die Aussagen der Polizisten protokolliert. Die Polizei ist dort hingefahren in die Gegend und hat versucht, das beschriebene Objekt zu sehen. Fast alle Hinweise konzentrieren sich auf den Darmstädter Vorort Messel. Dort sind die Jugendlichen aus der Disco noch immer versammelt. Fasziniert beobachten sie, wie sich das Schauspiel am Himmel verändert. Und dann vor allem war der Himmel total hell, erleuchtet. Und dann nach einem kurzen Schlag, also es hat richtig gekracht. Durch den gewaltigen Schlag wird der Polizeistreife klar, hier geschieht etwas äußerst Dramatisches. Und dann werden auch sie Zeugen der ungewöhnlichen Vorgänge am Himmel. Im Protokoll beschreiben sie die Sichtung später als bunte, sich ständig bewegende Objekte. Zeitgleich empfinden die Jugendlichen eine beinahe hypnotische Anziehungskraft von dem, was über ihren Köpfen passiert. Es konnte keiner wegrennen irgendwie. Irgendwo hat man da schon mehr Panik gehabt, also Angst mit dem Licht. Aber keiner ist irgendwie weggerannt oder hat geschrien oder sonst was. Das war wie, ob wir festgehalten werden von dem Licht. Zeugen waren voller Angst, aber auch voller Bewunderung. Und niemand konnte erklären, was da eigentlich geschah. Weder die Sichtungen, noch die zeitgleich auftretenden Stromschwankungen. Eine Erklärung für diese Spannungsschwankungen konnten wir uns nicht geben. Es ist also ein atypisches Verhalten des Netzes, für die es keine Erklärung gibt. Und dabei muss es vorerst bleiben. Wir stochen noch ein bisschen im Dunkeln. Denn es muss irgendeine Art Kraftfeld sein, die hier in Wechselwirkung tritt. Ein Kraftfeld, das mit ungeheurer Energie Einfluss auf Technik und Menschen nimmt. Es war auch faszinierend, irgendwie da halt was zu sehen, was es eigentlich nicht gibt. Wo halt die Leute sagen, es gibt's nicht. Es war schön, daran erinnert zu werden wieder mal, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist doch ein komisches Gefühl. Komisches Gefühl, denke ich, ist wirklich noch bei aller Bescheidenheit sehr, sehr gelinde ausgedrückt. Denn auf der Suche nach möglichen anderen Erklärungen scheidet für mich auf jeden Fall eine aus. Dass all diesen jungen Menschen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, die gleiche Fantasie, den gleichen bösen Streich gespielt haben sollen.